Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Shapes.io. Ich habe doch noch ein Momentchen Zeit, deswegen doch gleich nochmal Schlag auf Schlag die nächste Runde. Und zwar haben wir hier dieses tolle Teil hier, ne? Und hier haben wir das andere tolle Teil hier. Das heißt, wir können, das ist mega gut, mega gut. Wir gehen erstmal in unsere Blueprint Area, holen hier unsere Färberanstalt. Und gehen auf Merken 2 und dann färben wir einmal. Einmal hier. Oder? Was ist das? Das ist der Farbinput. Ja, doch. Da und da. Denn dann haben wir hier einmal die Form, die wir einfärben wollen. Einmal hier und die andere Form, die wir einfärben wollen, 3, 4, 5, 6 und 7. Andere Form, die wir einfärben wollen, haben wir ach, da ist immer noch ein Fehler, der sich einschlawinert hat. Die andere Form, die wir färben wollen, hier. So, die sollen beide blau werden. Haben wir hier blau in der Nähe? Das nächste Blau, was wir haben, ist hier unten. Nehmen wir das doch. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Ach, oh, immer wieder, ne? Immer und immer wieder. So, die will ich haben. 1, 2, 3, 4 und 5. Und dann auf der Seite die zwei und auf der Seite die zwei. So, dann kommen wir hier einmal nach oben. Nee, auch nicht. Hier. So. So. Und tunnelieren. So, dann sollten hier die Teile rauskommen. Tun sie. Und dann haben wir hier oben. Haben wir das? Ist das richtig, was ich hier tue? Ja, in der Tat. In der Tat. So, der Hub ist hier oben. Und hier ist auch noch ein Kreis. Das ist super gut. Das ist super gut. Das heißt, das ist alles falsch. Ja, nicht alles, aber die Richtung ist falsch. 5, 6, 7, 8. So. Und hier auch einmal. Copy und Pasta. So, das können wir dann einmal kontrollieren über Zeit. So, und jetzt haben wir Weiß, was wir brauchen. Weiß könnten wir hier unten mischen und hier hochschießen, können hier die Kreise einfärben und dann haben wir unsere drei Formen schon. Die können wir dann hier schön stacken und dann schießen wir sie hier hoch. So hätte ich mir das, habe ich mir das gedacht. Das heißt, wir nehmen einmal hier unsere Weiß-Färbeanlage. So. Wollen das hier unten? Hier so vielleicht? Da? Wir werden sehen. So, dann wollen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 einmal grün. Ist das das Ergebnis? Das ist das Ergebnis, ja. Das heißt, grün kommt hier dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Blau kommt hier dran. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rot kommt hier dran. Damit sollten wir hier Weiß rausbekommen. Tun wir. Perfekt. Dann wollen wir hier noch ein bisschen weiter nach links und dann nach oben. Und
eigentlich mehr so von hier. Eigentlich mehr so von hier. So. Und hier einmal Kreis abbauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das passt. So, dann wollen wir einmal unsere... Ja, hier unsere Färbeanlage. Wie wäre es denn, wenn wir die hier draufsetzen? Dann hätten wir unsere Shapes alle da. Aber wir können natürlich auch das Ganze einfach hier hinsetzen. So. Und können dann unsere Form einmal hier rein. Da rein und weiß einmal da rein. So, und dann sollten hier die weißen Klöße rauskommen. Tun sie traumhaft schön. Ja, hier ist natürlich Käse, weil immer noch die falschen Abbau-Apparillos. So, das sollte jetzt rappeln. So, dann können wir nämlich hier eine Form, zwei Formen und drei Formen. So, dann brauchen wir Staggerinos. Blueprints. Blueprints sage ich. Ja, hier ist unser Stacker. Copy und Merk 2. So, wo ist der Hub? Der Hub ist hier oben. Das heißt, wir stackern nach oben. So gut es geht. So, ne? Ja. So hätte ich gesagt. So und dann. So. Und dann kann unser Endergebnis kann hier einmal parallel mitlaufen. Und ist dann schon da. Okay, was muss ganz oben drauf? Ganz oben drauf musst du. So. Was muss ganz nach unten? Ganz nach unten musst du. So. Und dann haben wir eigentlich nur noch... Das hier. So, das sieht gut aus. Und das sieht ebenfalls gut aus. Das ist natürlich noch nicht. Das war natürlich Käse. Aber das ist die Form, die wir brauchen, oder? Ja. Das ist die Form, die wir brauchen, aber sie ist noch nicht richtig gedreht. Das ist natürlich jetzt blöd. Wie viel schafft denn der Rotierer? 12. Das heißt, wir wollen einmal gegen den Uhrzeigersinn. So und so. Und so und so. Und so. Passt. So, und dann einmal hier dran. Problem erkannt, Problem gebannt. So, unsere Zielformen kommen an, oder? Kommen sie an? Sie kommen an. War richtig gewesen. So, jetzt haben wir immer noch das Problem. Das hatten wir letztes Mal schon, das Problem. Dass uns diese Windmühlenteile fehlen. Denn, ich will gerade mal gucken, wir produzieren das schon lange. Das auch. Und das produzieren wir auch schon lange. Es ist nur noch diese eine Form übrig. Ja, ja, tatsächlich. Ja. Ach, guck mal, diese Teile brauchen wir auf einmal wieder. Ja, lass uns die mal schnell aufbauen, damit er die auch mit voll rödelt. Das ist vielleicht eine gute Idee. Also die rechte Hälfte von den hier. Eins,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die linke Hälfte kommt in die Tonne rein. Oder auch nicht. Können natürlich auch drehen. So, und dann einmal so. So gesammelt und da reingeschossen. Und das Ganze so. So, und dann können wir 1 und 2, damit sind wir schon voll. Ach so, sind wir nicht. So, damit sind wir schon locker voll. War das richtig überhaupt? Die rechte Hälfte, ja. Das ist in der Tat richtig, so. Den Rest produzieren wir, ne? Wir produzieren auch noch die einfachen Kreise, jawohl. Wir produzieren auch noch die Sterne da und die erweiterte Form auch. Da haben wir genug. Auch die türkisen Sterne produzieren wir. Die Teile produzieren wir, die seit neuestem auch. Das auch, das auch, das auch immer noch. Jawohl, so viel mehr haben wir gar nicht, als wir brauchen. Das produzieren wir. Die produzieren wir auch noch fleißig, die roten Windmühlen tatsächlich auch, ja. Okay, dann ist immer noch die offene Frage nach Windmühlen. Den Rest kriegen wir hin, den Rest kriegen wir immer hin irgendwie. Aber, so, das kann man mal wegmachen. So, das Problem ist immer noch, wo kriegen wir diese Windmühlenteile her? Was ist das denn eigentlich? Ach so, das war diese Geschichte. Oh Gott, da war ja noch ein ganz anderes Level von Bebauigkeit. Ein anderes Level von Ratios und so. Richtig gut. So, wir brauchen... Alles andere ist dann kein Problem. Wir brauchen nur zwei von diesen... Zwei Full Belts von Windmühlen. Den Rest kriege ich dann schon gebastelt. Aber irgendwo brauchen wir die Windmühlen her. Hier ist nur ein Teil. Zwei wären halt wenigstens schon mal so das Mindeste, was ich mir wünschen würde. Ist eins. Das ist unglaublich, oder? Unglaublich. Was ist das bitte für ein... Wenn es random generated ist, was ist das für ein abgefahrenes Seed? Ich bekomme nicht das, was ich mir wünsche. Also, ist ja wirklich nur nicht zu viel verlangt. Gibt ja alles andere, findet man ja auch zweimal. Hier, guck mal, hier ist doch ein doppeltes, oder? Nee, das ist ein Kreis. Wow. Wow. Aber das ist sehr viel, ne? Das ist sehr viel. Lass uns das mal probieren. Also, wir brauchen vier. Wir brauchen acht Stück, ne? Brauchen 8 Full Bells. Sehe ich das richtig? Nee. Warte mal. Wir probieren mal. Wir probieren einfach mal. So. 3, 4. Das war natürlich ein bisschen nah. So, dann. 1, 2, 3 und 4. So. Hoch damit. So, und dann. Bauen wir einmal ab. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. So, also rechte Seite kann getrost in den Müller. 3, 4. So, dann wollen wir... In welche Richtung wollen wir drehen? Das ist eigentlich egal. Nee, ist es eigentlich nicht. Lass uns nach rechts drehen. Also so. Lass uns so drehen. So, dann schneiden wir nochmal ab. Und dann
kommt die rechte Seite immer noch in den Müll. Genau. Rechte Seite kommt immer noch in den Müll. So, und die linke Seite, jetzt wird es interessant. So, hier. Hier drehen wir sie zweimal, hier einmal und hier andersrum. So. Jetzt sollten wir nämlich unsere vier Gerätschaften haben. So, und wenn wir jetzt... Oh, jetzt wird es echt abgespaced. Wenn wir jetzt hier einmal stacken. Und hier ein... Ne, können wir nicht. Dann will ich gern hier und hier einmal stacken. So und so. Und dann möchte ich gern hier noch einmal stacken. Dann kommt hier die Form raus, die wir wollen. Richtig? Richtig. So, da ist jetzt nur die Frage, wie viel von dem, was wir uns wünschen. Wie oft müssen wir das wiederholen? Das ist die Frage. Oft. Oft. Wobei, theoretisch, erstmal keine Panik, weil das Ding ist ja noch nicht annähernd voll. 3, 4, 5, 6, 7. So, das ist jetzt voll. So, und hier stackt's nicht. Okay. Was heißt stack nicht? Also stackt schon, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, das ist jetzt natürlich echt abgespaced. So. Das Ganze noch. 2 und 3 und 4. Ist echt übelster Abfuck. Aber was willst du machen? Da kannst du nicht viel machen. So. Achso, du musst natürlich die alle versorgen. Solltest du aber eigentlich schaffen. Weil wir sollten ja jetzt hier doch sehr viel Plus aufbauen. Wobei, nicht ganz. Er schafft ja 3. Und hier haben wir 16. Das heißt, nach 6 müsste Schluss sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier ist Schluss. Hier ist Schluss. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Und er schafft dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist hier wieder Schluss. 3, 4, 5, 6, 7. So, das ist jetzt ein halber, ne? Ja. Also 1, 2, 3, 4, 8. Scheiße. Aber was willst du machen? Du kannst nichts machen. Das ist so. Alter Schwede, ey. Na gut. Also, hilft alles nix. Also, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 haben wir. Also nochmal. 1, 2, 3 und 4. So und so. Dann hätten wir hier wieder 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Hier ist Schluss. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schluss.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Geht sogar genau auf. Brauchen nur noch 2. 2. Zweimal das Ganze. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 7. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. So. Und so. So. Und so. Meine Phrasen. So, das müsste jetzt aber dann irgendwie am Ende ein Full Belt geben. So, hier stackt's, hier stackt's. Genau, bis hierhin müsste eine Lücke drin sein und hier darf keine mehr drin sein. Da ist jetzt die Frage, warum nicht? 3, 4, 5, 6. Dürfte hier nichts mehr schief gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eigentlich darf hier nichts mehr schief laufen. Der müsste genauso voll laufen wie die anderen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Eigentlich dürfte hier nichts mehr schief laufen. Weil ich will das ganze Ding ja nochmal bauen. Und da sollte es wenigstens funktionieren. Alter, was ein Scheiß. Guck mal, der hier ist voll zugemüllt. Ach, da. Deswegen. Und das ergibt sich jetzt, ne? Ja, das ergibt sich jetzt tatsächlich. Cool. Also gut, dann können wir dieses ganze Gebilde nehmen und ganz genau so, wie es ist. Ach du Scheiße. Nochmal. Ja. Da einsetzen. Ja, rot haben wir auch da nochmal. Also läuft. Ach du Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5 Stück oder was? 1, 2, 3, 4, ja, 5 Stück tatsächlich. Tatsächlich. Also 1, 2, 3, 4, 5 und 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Das Problem ist, wir hatten 7 und nicht 5. Also noch 2 drauf. So, und dann kommst du hier dran, du kommst da dran, du kommst da dran, du kommst da dran und du kommst da dran. So, jetzt sollten wir 2 Full Bells gleich haben mit den Formen. Alter Vater, ey. Scheiß die Wand an. So, Blueprints. Ich hätte gerne einmal unser komplettes Weißgebilde. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wo wir hin müssen. Aber wir waren nicht so weit weg vom Hub. Das ist hier unten irgendwo gewesen. Oder? Jetzt finde ich meine Maschine nicht mehr. Das wäre natürlich... Uff. Das wäre ganz großes Uff. Da. Alter, sind wir weit weg. Mission. Oh. No. Ja. So, wo haben wir alle 3 Farben? Alle 3 Farben gibt es eigentlich überall. Eigentlich überall, aber wir nehmen sie uns von hier. So. Hab. Mission. Es geht eigentlich. So weit ist es doch gar nicht. Naja. So, wir brauchen mal wieder Farbe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, grün.
So. Blau und rot. Give me the white. Jawohl. Jetzt brauchen wir ganz normale Kreise. Haben wir ganz normale Kreise hier draußen? Oh je. Yeah. Das ist das nächste Problem. Doch, da sind welche. Da sind welche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, Blueprints, eine Färbeanstalt und Mission, wo ist es? Da ist es. Da ist es! So, das sollte richtig sein, ja, weil der Output in die falsche Richtung geht. So, dann haben wir einmal hier unsere Form und hier, oh, hier unsere Farbe. Weiße Kreise gut. So. Weiße Kreise sehr gut. So, jetzt brauchen wir eine Mischanlage und Rot und Blau. Am besten hier oben irgendwo. Ja, das ist natürlich super. Nicht. Aber wir holen uns erstmal unsere Blueprints für unsere Mischanlage 1. Wie bis dahin geht. So, Mission. So. Achso, das ist ein Farbmischer, jawohl. Farbmischer ist richtig. War gerade schon wieder kurz verwirrt. So wie öfter mal. So, dann einmal drehen. Oder ja. Einmal und erstmal bereinigen. Dann kopieren wir sie nochmal. So. Copy. Und dahin. So und so und so. Da kommen sie raus. So, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 7 und da dran und dran. Ach du Scheiße. So und so. So, dann du. Einmal copy und drehen. Dahin. Ein Tunnel. Eine Tunnelle. So, und dann habe ich zweimal Violett. Genau. So, dann ein Färber. So wie wir ihn hier haben. Nur mit einmal gefixt, bitte. Das da. Nee! Das da. So. Wo kommt das Ergebnis raus? Das Ergebnis kommt oben raus, glaube ich, ja. Das heißt, hier kommt die Form rein. Ist das richtig? Ja. So. So, dann einmal nach links. Links und nach unten. Passt das? Ja, das passt ganz gut. Das auch. So, du kommst hier dran. Du kommst hier dran. So, drehen. Tunnel. Nein. Tunnel. Und Tunnel. So. Damit haben wir unsere Formen. Alle zusammen.
wir schon ruhig so machen. Na, Junge. So. Schön. Schön, damit haben wir unsere drei Formen. Oh Gott, ich guck gerade auf die Uhr. Scheiße, brauche ich lange. Wobei, es geht eigentlich. So, hier ist der Hub. Ja gut, das ist dann halt hier oben raus. Und dann gehen wir halt straight nach links. Und sollten dann da drauf treffen. Ja, kriegen wir hin. Wir brauchen einmal unsere Kombinierer. So, Mission. So, unsere Kombinierer. Wie funktionieren die nochmal? So. Ja. So, gut. Und so. Weil, wieso nicht? So, was haben wir ganz unten? Ganz unten brauchen wir so ein Teil. Also das hier. Und obendrauf kommt dieses Teil. So, dann. Tunnel. Und das sollte unsere Zielform ergeben. Ist das unsere Zielform? Tatsächlich. Das ist tatsächlich unsere Zielform. Damit haben wir es tatsächlich geschafft. Auch wenn der Part ein bisschen länger ging. Aber so ist es halt im Leben. Alter, ist es so weit? Ja, tatsächlich. Es ist so weit. Krass. Okay. Also nochmal. Nochmal dahin. Mal kurz Pause machen. Nochmal. Heieiei, ist das weit. So. Aber was sagt denn der Hub? Wo müssen wir denn jetzt eigentlich dran? Letzten Endes. Eigentlich müssten wir am besten hier rauskommen. Das ist aber auch eigentlich kein Ding. Denn wir können hier tunneln und wir können da tunneln. Und dann sollten wir hier genau, passgenau reinlaufen. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo sie kommen. Alter. Da sind sie. Da sind sie unterwegs. Das ist doch mal was, Freunde. Das ist doch mal was. So, haben wir hier noch andere Sachen offen eigentlich? Nö, wir produzieren dann alles, was wir brauchen aktuell. Das ist schon sehr beeindruckend. Das hier bekommen wir wahrscheinlich gleich noch fertig. Die nächsten Förderbänder. Warum willst du hier nicht gehorchen? Deswegen. Die nächsten Level Förderbänder, aber, ne? Das ist dann wieder so ein Punkt. Hier höre ich jetzt wirklich gleich aufzunehmen. Mach eine Pause. Und bevor ich das nächste Mal aufnehme, warte ich ab, bis alle Formen angekommen sind, die wir brauchen. Also bis hier alles grün ist. Denn wir produzieren alles und ich warte, bis alles grün ist. Und dann holen wir beim nächsten Mal einen Schwung Updates und machen das nächste Level. Das wäre so mein Vorschlag. Ja, und wir sind dann beim nächsten Mal fertig und ja, wir... ja, wir sehen uns dann zum Abschluss von dem hier wieder beim nächsten Mal. Glaube ich. Ja. I guess so. Muss ja. Auch wenn wir hier kein Full Belt haben, ne? Nicht immer. Oder sieht vielleicht auch nur so aus. Ne, hier sind tatsächlich Lücken drin. Aber so ist es halt. So ist es halt. Aber so langsam wird's was. So langsam wird's was. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich war euer Mossi. Auf Wiederkuscheln. Bis dann und Tschüsseningen.